Moin moin liebe Leute, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Diesmal wollen wir uns die neue Volks... das neue Volk anschauen. Und zwar die Nachtgeborenen auf der Hordenseite. Ein wenig im Gameplay umzuschauen, was die so können, wie die aussehen, was man da anpassen kann. Auch hier wieder gehen wir auf die verbündeten Völker, die Nachtgeborenen. Auch hier gilt, Stufe 20 ist die Mindeststufe, Klassenprobe ist auch wieder möglich. Wenn man von 20 auf 110 komplett auflevelt, bekommt man sogenannte Heritage-Rüstung, also die Erbschaftsrüstung. Das ist ein kosmetisches Teil, das man dann jedem Charakter anziehen kann und dem im Volk entsprechend aussieht. Was können wir denn hier für Klassen nehmen? Der Krieger, der Jäger, Schurke, Priester, aber auch Magier, Hexenmeister und Mönch. Das ist eine coole Auswahl. Ich werde jetzt einfach mal einen Priester nehmen und hier auf mehr Infos gehen. Nachtgeborener. Er erzeugt ein Schadensfeld, das Gegnern außerdem verlangsamt. Das ist wie bei Elisandre, die Fähigkeit, die sie immer gecastet hat, dieser Kreis, der immer enger wurde. Das finde ich sehr cool. Erhöht Magieschaden, widerstandsfähig gegen Arkan. Schriftkunde ist erhöht und man kann einen Folianten beschwören, der als Post dient. Das ist cool. Da macht es ja Sinn, eine Caster-Klasse zu nehmen bei den Vorteilen, auch wenn die geringfügig sind, aber einige achten ja sehr darauf. Gehen wir mal auf Anpassen. So, Hautfarbe ist nicht viel Auswahl. Und zwar drei Hautfarben. Ein helleres Blau, ein sehr dunkles Blau und blass. Wir nehmen mal das Dunkle, das gefällt mir ganz gut. Das Gesicht kann man auch verändern. Hier sieht man ein wenig Narben und Schattierungen, dass man ein wenig ausgehungerter aussieht. Mir gefällt das. Das gefällt mir sehr gut. Aber auch die anderen haben alle was. Man sieht halt älter aus. Ein schrumpeliger Nachtelf. So, Frisur. Fangen wir mal oben an. Man kann eine Glatze nehmen. Sieht ein bisschen aus wie Jean-Luc Picard. okay. Nö, die gefällt mir so gar nicht. Das passt nicht dazu. Schon eher. Das gefällt mir ganz gut. Nee, das mag ich auch nicht. Das passt irgendwie alles nicht. Also ich fand tatsächlich die Glatze und diesen Zopf am besten. So, Haarfarbe. Da ist wahrscheinlich... Ja, sehr geil. Komplett weiß. Und in verschiedenen Abstufungen. Also mit so einem lila Stich drin, lila-rot-Stich. Bläulich, dunkel. Ich nehme mal das Weiße. So, der Tattoo-Stil. Den sieht man hier leider auch wieder nicht wirklich. Hier im Gesicht. Die leuchten halt sehr cool. Die sind auch auf dem Körper zu sehen, wie man hier rechts beobachten kann. Das ist schon alles sehr genial gemacht. Also ich bin echt Fan davon. Ich finde das gut. Und dann schauen wir uns nochmal die weiblichen an. Auch hier gilt wieder drei Hautfarben. Wir nehmen mal das Dunkle, das Gesicht. Auch hier, oh, schön eingefallen. Du kannst richtig alt aussehen lassen. Das gefällt mir ganz gut. Das passt halt zu diesen ausgezehrten Leuten. Frisuren. Ein bisschen eine Mischung halt aus Nachtelfe und Blutelfe. Also die Frisuren finde ich mehr blutelfenmäßig. Der Rest ist halt typisch Nachtelfe. Das gefällt mir ganz cool. Das ist gut. Die Haarfarbe, auch hier dieselbe Auswahl wie beim männlichen. Ohrringe. Ja, sind schon sehr cool. Wir fangen mal wieder ganz oben an. Gar keine Ohrringe. Das hat alles schon echt was. Das ist echt cool. Okay. Ich nehme einfach mal das hier. Tattoo-Stil. Auch hier gilt wieder, man sieht es nicht wirklich, wenn die Klamotten da sind. Ja, ich nehme das einfach mal. Und die nenne ich Testelfe. Ganz einfallsreich. Schauen wir uns mal an, was uns erwartet. Oh, der Name ist nicht verfügbar. Da hat wohl jemand schon den genommen. Dann nehmen wir Testelfchen. Oh, der Hintergrund ist wunderschön. Echt toll. Finde ich klasse. Und Welt betreten.
10.000 Jahre lang war Suramar die einzige Welt, die wir kannten. Mit den Jahrhunderten veränderte sich Azeroth um uns und fielen die Klauen der Legion. Um die Zukunft unseres Volkes zu gewährleisten, müsst ihr helfen, unseren Platz in Azeroth zu sichern. Brecht auf, an der Seite neuer Verbündeter, und zeigt der Welt, dass das Vermächtnis der Nachtgeborenen Edelmut repräsentiert und Stärke. Ich werde mal kurz das Interface anpassen. Ich mag das Original-Interface einfach nicht leiden. So. Okay. Eigentlich müsste ich ja noch Chatfenster und so ändern, aber das mache ich, wenn ich mir den richtigen Charakter erstelle. Auch hier gehe ich mal stark davon aus, wenn wir sie ansprechen, wird sie uns erzählen, was Sache ist. Und es wird ähnlich ablaufen wie bei den Tauren. So. Gehen wir mal hier gucken. Volksfähigkeiten wollte ich gucken. Arcana Puls fügt in der Nähe, Gegnern in der Nähe Arkanschaden zu, verringert ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, so sieht das dann aus. Sehr cool. Ein bisschen wie bei den Magiern. Not macht erfinderisch. Oh, das sieht cool aus. Ah, das ist dann der Briefkasten. Das finde ich sehr schön. Finde ich wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Sehr cool. So, auch hier wollen wir mal schauen, was machen denn die Dance-Emotes und so weiter. Der Gesichtsausdruck ist auch super dabei. Das finde ich schon sehr witzig. Ich weiß gar nicht, ob die Nachtelfen auch so tanzen. Ich habe übrigens mit dem Folianten getanzt. Erzählen wir ihm mal einen Witz. Ihr müsst wirklich zu einer unserer Partys im Hof der Sterne kommen. Keiner hat eine Maske nötiger als ihr. Sehr gut. Eine Anspielung. Was impliziert ihr? Tyrande sieht wirklich gut aus, selbst nach all den Jahren. Wisst ihr, ob sie mit jemandem ausgeht? Okay. Möchtet ihr ein Glas Arbwein? Auf den Bären bin ich selbst herumgesprungen. Oh, diese Quest ist auch so fürchterlich. Ich mag Blasen. Ich fühle mich sicher im Blasen. Ja. Ich habe also diese Kaldorei getroffen und die sagte mir, mein Kleid ist der letzte Schrei. Jedenfalls vor 10.000 Jahren. Autsch. Diese Nachtelfen wissen wirklich, wie man einem den Tag verdüstert. Okay. Schnacken wir. Aran Arcana. Wir sind nur so... Als unsere Stadt vor dem Untergang stand, kämpften die Helden von Azeroth an unserer Seite, um die Legion zu besiegen. Nicht alle von ihnen handelten aus Überzeugung. Doch die Sindorei, die Blutelfen, brachten uns Respekt und Verständnis entgegen. Ihre Freundschaft bewies, dass es in Azeroth noch andere Völker gibt, die unsere Werte teilen. Nun liegt es an uns, zu beweisen, dass wir den Ruhm und die Stärke der Horde mehren. Reist nach Orgrimmar, trefft unsere neuen Verbündeten und schmiedet mit ihnen eine neue gemeinsame Zukunft. Erzählt allen, die ihr auf euren Reisen durch Azeroth trefft, die stolze Geschichte der Nachtgeborenen. Und lasst sie wissen, dass wir nicht länger in Isolation leben. Ja, sehr coole Geschichte. Da unten geht's, glaube ich, hin. Ja, ich sehe es gerade auf der Karte. Dann wollen wir mal Portal nach Shalaran, nach Orgrimmar und irgendwo anders hin. Wir wollen natürlich das nach Orgrimmar nehmen und uns dort mit dem Botschafter treffen. Ich denke mal, die werden genau dasselbe erzählen wie bei den Tauren. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen was anderes. Und das Klassenreittier möchte ich natürlich auch zeigen. So, der Mana-Säbler der Nachtgeborenen. Ja, es passt. Ach man, das passt schon sehr gut. Versehentlich Arcana-Puls benutzt.
Das wollte ich gar nicht. Ja, das sieht sehr cool aus. Und er nimmt den Hut vor uns wieder. Das finde ich auch. Und wer seid ihr? Diese Details finde ich halt sehr schön in World of Warcraft. Ah, okay. Unser junger Champion. Man Sieg hat mir erzählt, dass ihr großes Potenzial zeigt. Hoffen wir, dass diese Berichte wahr sind. Die Nachtgeborenen sind ein weises und mächtiges Volk. Das uralte Wissen in eurem Besitz könnte unserer Sache von großem Nutzen sein. Die Horde hat viele Rivalen in dieser Welt. Manche sehen uns als ihre Feinde, andere nennen uns Ausgestoßene. Doch wir schöpfen Stärke aus Einheit und wir stellen uns allen entgegen, die uns unsere Freiheit nehmen wollen. Seid versichert, ich werde euren Fortschritt verfolgen. Als Kriegshäuptling erwarte ich viel von euch. Aber ich belohne auch jene, die mir gut dienen. Genug der schönen Worte. Ihr habt einiges zu beweisen. Wo immer euer Pfad euch auch hinführt, vergesst nicht, ihr kämpft für die Horde. Ja, okay. Ähnlicher Text jetzt wie bei den Tauren. Auch hier wieder, man kann sich die verschiedenen Questgebiete aussuchen. Und hier ist unser Ashtoras den Kollege sozusagen. So. Gemeinsam sind wir stärker. Sie geht in die Vorgebirge des Hügellands, alles klar. Ach, das habe ich gar nicht gezeigt. Das hier ist die Reisegestalt der Hochbergtauren übrigens. Die sieht natürlich wesentlich anders aus als bei den normalen Tauren. Das habe ich in meinem Tauren-Video nicht gezeigt. Ich hatte ja gar keinen Druiden. Ah, die sind echt cool. So, das war's auch jetzt von diesem neuen Volk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Bis dahin, gehabt euch wohl, viel Spaß und haut rein.